Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monja und heute möchte ich mit dir eine Wochenübersicht für den Februar malen. Und da wir den Valentinsmonat haben, ist diese natürlich mit ein paar Herzchen und Blumen dekoriert. Ja, ich hoffe, sie gefällt dir, denn jetzt zeige ich dir, was du dafür brauchst. Wie immer erst einmal dein Bullet Journal. Ich habe hier das Scribbles That Matter. Dann den Micron Fineliner. Ein paar Tombow Dual Brush Pens. Ja, und dann kann es auch schon losgehen. Da ich die Boxen diesmal frei aus der Hand malen möchte, mache ich mir erstmal ein paar Punkte, damit ich die natürlich auch alle gleich groß habe. Das finde ich immer so ein bisschen tricky, ne? Dass man die ganzen Punkte hier auch wiederfindet, wenn man anfängt zu malen. Deswegen ein paar Punkte tun hier den Trick und dann kann ich auch schon loslegen. Ja, ganz absichtlich bekommt das Ganze jetzt so ein Handmade-Look, ja. Es soll jetzt nicht besonders gerade werden, nicht alles 100% übereinstimmen. Natürlich nur die Höhe und Breite, die soll natürlich gleich sein, aber ansonsten darf das Ganze einfach aussehen wie mal eben gemalt, wie aus der Hand gemalt eben. Ja, die 7 Felder für die Woche sind jetzt fertig und oben links habe ich noch ein bisschen freigelassen. Da kommt gleich noch die Monatsübersicht hin und jetzt male ich in jede Box noch einen Bereich, wo gleich die Tage reinkommen. Ja, da ich nicht möchte, dass das Ganze jetzt so fürchterlich dick wird, nehme ich jetzt hier nur den Micron Fineliner. Irgendwie sah das so aus, als ob der Februar nicht so ganz so breite Linien bedarf. Deswegen habe ich hier den Micron Fineliner genommen und ziehe ihn ein paar Mal nach, sodass so ein bisschen diese Fake Calligraphy kommt und das trotzdem so kalligrafisch aussieht. Aber ich lasse einmal den Tombow Dual Brush Pen an dieser Stelle noch weg, weil das eben sonst sehr, sehr breit wird. Und das wollte ich jetzt hier vermeiden. Jetzt nehme ich hier für die Boxen einen ganz hellen
pinkfarbigen Stift, so ein bisschen Pfirsich sieht das aus, ein bisschen pink Pfirsich, ja. Ich gebe dir den genau an, unten in der Infobox. Und ansonsten male ich damit einfach nur die Headlines und natürlich die Headline von der Monatsübersicht. Ja, und dann geht es auch schon los mit meinen Blumenvasen. Jede Box bekommt eine Blumenvase und so ein paar Sternchen und Punkte drumherum, sodass das ein bisschen romantisch wirkt. Und die kommen einfach immer so unten links in die Ecke. Und ich versuche immer, die Ecke der Box mitzunehmen und in dieses Glas einzubauen. Ne? Wenn das nicht genau funktioniert, dann nehme ich die einfach gleich als Stiel von einer Blume. Einfach nur, weil ich nicht das extra malen wollte, beziehungsweise überkleben wollte oder erst die Blumen so ein wenig frei nach Nase malen und dann einfach die Box weiterziehen. Deswegen, also ich fand das jetzt so die bessere Lösung. Du kannst es natürlich anders probieren, aber dann vielleicht vorsichtig sein, nimm Bleistift, versuche es erst einmal oder mal es vor und dann sollte das auch funktionieren.
Ja, wie du siehst, habe ich die Blumen immer ein bisschen anders gemalt, aber eins bleibt immer, die Glasvase wird Teil der Box. Ja, manchmal steht sie ein bisschen über, dann habe ich eben den Blumenstiel genommen und ansonsten bleibt sie ein Teil der Box. Ja, ich finde, so sieht das irgendwie schöner aus. Ja, dann kommt jetzt unten rechts die letzte Vase hin und dann wird das Ganze noch ein bisschen geschmückt mit ein paar Herzchen und einer kleinen Spur von einem Herz zum anderen und ein paar Farben. Ja, jetzt sieht es doch schon ein bisschen mehr nach Valentinstag aus und dann werden die Blumen noch ein wenig koloriert. Also ich gehe hier ganz, ganz vorsichtig zutage. Ich nehme einfach zwei verschiedene Farben, erst die hellere unten und dann die andere noch etwas drüber, aber nicht zu viel. Ich male die auch nicht ordentlich aus, weil ich möchte wirklich nur so einen Hauch Farbe da noch mit reinbringen. Und dann nehme ich hier den Künstlerpinsel, ja, und ein bisschen Wasser dran und gehe da noch mit drüber. Auf diese Weise gibt das Ganze noch so einen kleinen Aquarell-Touch. Jetzt füge ich noch das Datum der Woche ein. Du kannst natürlich auch jede andere Woche nehmen und jedes andere Datum, natürlich auch jedes andere Jahr, gar kein Problem. Und wenn du das auch fertig hast, dann werden die ganzen Blumen noch ein wenig koloriert. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn dem so ist, dann freue ich mich natürlich, wenn du unseren Kanal abonnierst, einen Daumen nach oben da lässt und die kleine Glocke anklickst, damit du sofort benachrichtigt wirst, wenn ich ein neues Video hochlade. Und dann sage ich bis zum nächsten Video. Tschüss!